Hallo und willkommen zurück zu Medieval Dynasty mit mir, Selina. Und ja, wir haben ja letzte Folge angefangen, den Zaun zu bauen. Ich habe jetzt nicht weitergemacht. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Das werden wir auf jeden Fall noch machen. So. Wir müssen für Evan auf die nächste Jahreszeit warten. Das werden wir natürlich tun. Ich weiß noch nicht, also ich bin ehrlich zu euch, ich weiß noch nicht, ob ich so ganz zufrieden bin mit der ganzen Geschichte hier. Ich meine, es wird geil. Ja. Das Problem, also was ich nicht so unschön finde, ist, wenn das hier immer dazwischen so ein Ding ist, ne? Dass der Fall frei ist, aber gut, das können wir jetzt nicht ändern. Was suchst du? Irgendwas sammelt er. Okay, so, wir gucken mal in die Jagdhütte rein. Okay, und zwar folgendes. Ich habe in den Patch Notes, hatte ich gelesen, dass man jetzt unter Management einstellen könnte. Wer, was, wo, wie. So, Fähigkeit 3. Genau. Na, das passt schon. Ah, da. Genau, so. Da kann man nämlich einstellen, wie viel, was man machen muss. Das habe ich nämlich gelesen. Und ich dachte mir so, hä? Wo soll man das denn können? Und da. Okay. Also können wir tatsächlich sagen, hier, wir möchten, dass das hier hergestellt wird. Nice. Entschuldigung, ich bin einfach nur happy, dass das geht. Sehr gut. Arbeitet ihr jetzt auch? Ich hoffe es. Das ist sehr schön. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Das heißt, wir könnten auch hier in der Näherei die Arbeiten zuweisen. Bam. So läuft das, Leute. So läuft das. Kann man dann alles einstellen. Okay, das heißt, rein theoretisch könnte ich zum Beispiel auch hier wow. Ich bin jetzt voll am Stottern. Können die eigentlich in den Häusern irgendwas? Nee. Häuser nicht. Lebensmittellager auch nicht. Ressourcenlager auch nicht. Kann es sein, weil ich da keine Arbeiter drin habe? Oder? Ich glaube, kann man auch so nicht. Aber hier können wir was machen. Und zwar, wir können Rundholz, Stock und Brennholz. Brett. Ah, okay. Ich kann zum Beispiel auch sagen, geht nicht. Wieso geht das nicht? Es ist, hier 50-50. Okay, Moment, wir nehmen ein bisschen Stöckchen weg und machen dafür ein bisschen Bretter hin. Nice. Und machen dann 10%. Bam! Bam, Leute. So läuft das hier. Entschuldigung. Nice. Okay, sehr gut. Dann haben wir hier noch den Grabungsschuppen. Da können wir auch einstellen. Stein. Nö, ich möchte nicht nur, dass du Stein farmst. Nee. Ich will, dass du alles machst. Soll auch ein bisschen Salz bei rumkommen. Ein bisschen Kalkstein. So. Und Ton. Geil, oder? Coole Sache. So. Okay, dann haben wir natürlich auch die Jagdhütte. Da können wir auch natürlich sagen, hier keine Arbeiter. Aber wir können denen auch sagen, dass sie Salzfleisch herstellen sollen. Wir machen mal 50 Pilze, 50 Beeren. Ja, Feder, Leder, ja. Ha, es wäre halt alles nicht verkehrt, ne? Wenn man alles auf der... Die Sache an Federn ist, die sind übelst leicht. Und, Geschicklichkeit der Arbeiter. Das kann auch nicht mehr hochgehen, ne? Achso, das ist was ich schon verteilt habe. Okay, wisst ihr was? Wir machen hier 5. Geht nicht mehr. Ah, okay. Ah, das ist... ja, okay, das ist auch keine Arbeiter. Weil ich denke mal, das Salzfleisch und so, das ist alles bei Jäger.
Nice, aber das ist doch schon mal, also ganz ehrlich, das finde ich halt schon irgendwie geil, dass das möglich ist. Dann machen wir hier 50-50. 50-50. So. Was haben wir hier? Der Fisch, der Fisch. Da kann ich auch gleich gesalzenen Fisch dann draus machen. Will ich das? Ja, warum nicht? Wenn es geht. Wenn es geht. Gut, wir haben noch keine Mine, aber wir haben ja ein bisschen Salz, wird ja trotzdem hergestellt. So, in der Schmiede könnte ich zum Beispiel sagen, dass sie ganz viel von irgendwas herstellen sollen. Dann könnte ich das verkaufen. Also so rein theoretisch. Gut, aber wir haben nicht genug Leute. Das heißt, wir brauchen mehr Leute, wir brauchen auf jeden Fall mehr Häuser. Jetzt geht's los. So, eins wollte ich noch gucken, und zwar hier. Die Felder. Ah, da kann ich ja, gut, da gebe ich ja sowieso an, was sehr nice. Coole Sache. Und jetzt geht's los. Das habe ich alles zugewiesen. Jetzt müssten sie ja Brennholz erstellen. Genau, aus den Rundhölzern Brennholz erstellen. Und Bretter. Ich bin mal gespannt, wann die ersten Bretter. Also ich denke mal, ich gucke morgen nochmal nach. Ich hoffe, dass es tatsächlich schon funktioniert. Ansonsten, naja, dann nicht. So. Okay. Meine Frau ist weg. Ah, stimmt. Wow. So dumm, ne? Ich bin noch umgezogen. Ich wohne doch jetzt da. Brichst du einfach bei deinen Nachmietern ein und stellst fest, dass du da nicht mehr wohnst. Okay. So blöd, ehrlich. Okay. Also, das wird jetzt alles hergestellt. Das habe ich ja alles, genau, das habe ich ja alles behalten. Die Felder werden momentan nicht bearbeitet. Ich glaube aber auch keine Arbeiter, ne? Ich weiß gar nicht, ob im Herbst irgendwas zu tun ist. Ich habe hier dreimal Tierzüchter. Wobei die bei den Schweinen, bin ich ehrlich, das muss eigentlich nicht sein. Vor allem bei den Gänsen. Warte. Bei den Gänsen muss nicht sein. Weil wir haben nicht mal Gänse. Also noch nicht. Ich werde so irgendwann werde ich mir leisten können. Wir können ja mal gucken, dass wir noch ein bisschen was verkaufen können, damit wir uns vielleicht die ein oder andere Gans leisten können. Ich weiß auch noch gar nicht, wofür Gänse genau da sind. Ob die halt auch Eier legen. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen gedabber. Bin ich damit überladen? Ja. Ist das schlimm? Nein. Denn ich esse jetzt. Und die Röte bitte. Ja, ganz ehrlich, selbst wenn wir das für. Wir werden es wahrscheinlich für eins verkaufen. Weil man bekommt irgendwie mal ein Drittel. Das sind aber immer noch 73. Haha, nee. Jetzt stelle ich das doch lieber zu essen her. Kann ich irgendwie so einen Gemüseeintopf machen? Müsste ja jetzt eh jetzt losgehen, dass die hier auch mal arbeitet. Oder? Arbeitest du auch? Kann ich hier was helfen? Worum geht es? Ich versprach ein paar Hosen für die Einheimischen. Ja, sicher. Warum nicht? Das können wir ja mal schnell machen. Ich habe gar nicht gesehen, dass die diese Quest hatte. Dreimal Wolle und viermal Flachs. Oh Gott. Warum will die jetzt solche Sachen, die jetzt sowieso nicht mehr. Wisst ihr, was ich meine? Wieso kochst du nicht? Ich habe gesagt, du sollst Sachen herstellen. Oder muss ich die hier in die Kiste legen? Da würde nämlich ein bisschen Fleisch fehlen. Kann es sein, dass ich einfach nicht mehr genug Fleisch habe? Das wäre natürlich bitter. Ehrlich, das wäre bitter. Aber mal davon ab. Ich schlafe ja hier. Ich habe nämlich komplett vergessen, die ganzen Fallen aufzustellen. So, eine Falle, eine Mene Falle. So, noch eine. Okay. Dann. Die Rattenfallen müssen natürlich auch vor unserem Haus stehen, weil, ganz ehrlich,
Nicht, dass die hier denken, dass die hier wohnen können, die Ratten. So. Zweite Falle, dann brauche ich noch ein paar Steinchen. Und dann machen wir die anderen Vogelfallen. So. Ja, 50 Steine sollten reichen. Was mache ich da? Gut. Ja, ich bin halt. Es ist halt ärgerlich, ja. Es ist halt richtig ärgerlich, meiner Meinung nach. Wenn ihr euch fragt, was ärgerlich ist. Ich finde, es ist ärgerlich, dass die jetzt nicht kocht. Aber ich glaube tatsächlich, dass es daran liegt, dass ich kein Fleisch habe. Das heißt, eigentlich, sobald ich Fleisch habe, müsste sie anfangen zu kochen. Ich frage mich auch, wo ich das Fleisch hinbringen soll. Ob es in der Nahrungskiste, weil ich glaube, in der Nahrung. Moment. Zack. Haha. Okay. Ein bisschen zu dick. Nur ein bisschen. Also, was haben wir hier? Ja, wir haben doch Fleisch. Muss ich ihr das da in die Kiste legen? Ich weiß es nicht. Wir versuchen es einfach mal, okay? Wir versuchen es ihr in die Kiste zu legen und entweder stellt sie es her oder sie lässt es sein. Oder vielleicht habe ich die falschen Sachen ausgewählt. Wir gucken mal. Ich mache einfach bei allem mal 10%. Die soll einfach irgendwas herstellen zu essen. Ja. Der steht da auch und guckt die ganze Zeit gegen. Gruselig. Kennst du bitte kochen? Bitte. Da. So. Ach, nicht genug Platz. Ja. Dann nehmen wir halt das vergabbelte Zeug raus. Dann sollte ja wieder Platz sein. Oder auch nicht. Okay. Fräulein, Sie können kochen. Sie bewegt sich halt noch nicht. So. Ah, hier kann ich auch. Dünger, Flachssamen, Haferkorn, Mehl, Mehl, Leben. Aha, ich kann also denen auch sagen, was die. Deswegen hat er nie was gemacht, ne? Deswegen hat er nie was hergestellt. Weil ich dem das erst sagen musste. Moment. So, dass er zum Beispiel Mehl draus herstellen muss. Nee. Tierfutter zum Beispiel. Okay. Wir gucken mal. Mein Dünger kann er ja trotzdem aus Dung und Dings herstellen. Nee, wobei aus Dung wird es, glaube ich, automatisch hergestellt. Also ist es dann eh egal. So, ich wollte hier mit der Taverne. Die hat ja auf jeden Fall. Hat ja auf jeden Fall was. So, dann habe ich hier 10, hier 20. Ich habe die ja nicht mal überfordert, ne? Keine Ressourcen. Pausiert Freizeit. Wieso hat die Freizeit? Hä? Das verstehe ich nicht. Wieso hat die jetzt Freizeit? Wer hat dir Freizeit gegeben? Ja, falls. Also, es ist gerade gebohrt bei uns, deswegen gibt es einen kleinen Schnitt. Ich habe jetzt das Management nochmal so eingestellt, dass sie hoffentlich was herstellt. Jetzt habe ich nochmal neu gestartet, weil sie nicht gearbeitet hat und ich die Hoffnung habe, dass, wenn ich jetzt neu gestartet habe, sie anfängt, was zu machen. Aber es sieht tatsächlich nicht so aus. Vielleicht neue Jahreszeit? Ich weiß es nicht. Ah, das hier wird wohl fehlschlagen. Ich gucke mal. Ah, ich kann das halt auch nicht mehr hier reintun, weil es nicht funktioniert. Weil da kein Platz vorhanden ist. Ärgerlich. Ich guck mal, dass ich hier die Eintöpfe gekocht bekomme. Das geht ja dann ein bisschen weg. Und wir sehen uns dann nach dem Kochen gleich wieder. So, dann haben wir die Sache fertig. Ja, wie gesagt, Wolle und so, das werden wir nicht bekommen. Leider nicht. Okay, ich guck mal. Ich krieg das Fleisch hier nicht rein.
Eine vergammelte Karotte. Aber ich weiß nicht, ob ich noch. Ach komm, ich koche noch ein bisschen was, oder? Ja. Wir nehmen noch da den Kohl. Zack. So, ich hoffe natürlich, dass es jetzt gleich nicht mit dem Bohren weitergeht. Es wäre sehr, sehr ärgerlich. Okay. Also, jetzt haben wir das aufgebraucht. Ja. Jetzt haben wir alles drin. Okay. Dicke Suppe und die andere Suppe, die nehmen wir mit. Wobei, ich weiß nicht, ich glaube, die dicke Suppe hier im Inventar, die ist nur noch 50. Na komm, dann nehmen wir doch lieber die mit. Und lassen die hier. Und die auch. Weil, ne? Offensichtlich. Die Jude-Suppe. Mensch. Okay, das vergammelte Gemüse bringen wir in die Scheune. Da kann es dann ganz vergammeln. Also zu Rot werden. Ja, und die eine Quest, die wird fehlschlagen. Das werden wir leider nicht aufhalten können. Und hoch. Huhn, wieso bist du nicht... Was? Okay, wir werden dann auf jeden Fall gleich noch die Alvin-Quest weitermachen. Ich wohne hier nicht mehr. Entschuldigung. Entschuldigung. Einfach mal bei jemandem so reingehen ins Haus. Da hilft auch keine Entschuldigung mehr, okay? Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, hier wohnen wir. Ich glaube, hier werde ich tatsächlich so dieses Waschding hinstellen. Da hätte ich auch die Fallen hinstellen können. Naja, was soll's. Oh nein, es ist viel geschlagen. Naja, was zu erwarten. Nein, die ist jetzt schon über Nacht vergammelt. Ehrlich jetzt, weil ich die im Inventar hatte. Ich bin ja auch... Ich bin so doof. Können die nicht aufhören zu bohren? Ich hasse das. Die neuen Nachbarn machen genau da weiter, wo die alten aufgehört haben. Ich meine, ich kann es verstehen, wenn man neu einzieht. Die sind aber vor 2 oder 3 Wochen neu eingezogen. Ich kann auch verstehen, dass man nicht alles mit einmal macht. Ja, dass es Zeit braucht und so. Ach, egal. Ich reg mich nicht auf. Ist gut jetzt. Ist gut. So, im Winter können wir ja schon die Weizen anbauen. Ich hoffe und bete einfach, dass es jetzt vielleicht für 5 Minuten ruhig ist. Ich meine, so eine Folge, die geht 30 Minuten, okay? Und ich muss jetzt mindestens 6 mal 10 rausschneiden. Voll gebohrt haben. Das ist schön. So. Und zwar... Wir werden gleich zu Alvin gehen. Der wartet ja jetzt auf uns. Ne? Ja, sprich mit Alvin. Okay. Ansonsten machen wir die Dynastie-Reputation. Ich weiß gar nicht, hier bekomme ich nur 200 Münze. Okay. Oh, nee. Oh Gott, ich weiß, was ich da mache. Oh nein. Oh nein. Ich weiß jetzt wieder, was ich da machen muss. Ich will nicht. Ehrlich, ich will einfach nicht. Oh Gott, das hätte ich vorm Dings machen sollen. Bevor sie geupdatet haben. Oh. Wisst ihr, was ich da machen muss? Bären, Wölfe und so töten. Ich habe halt nur so eine bestimmte Zeit, um Wölfe und Bären und so zu töten. Und oh Gott, das heißt, ich werde jetzt mir erstmal vorher gleich schon die Eisenspeere herstellen. Ah ne, da habe ich Wollfaden für gebraucht. Oh. Okay. Ich guck mal, was Stein kostet. Stell ich vielleicht Stein her? Vielleicht. Auch nicht. Oh Mann. Ja, das Jägerhäuschen ist halt immer demoliert, ne? Ich weiß nicht, was die da drinnen machen. Oder, ja, ich glaube, der ist ja jetzt alleine, oder?
Na, der schießt wohl gegen die Wände. Okay. So viel dazu. Wird denn hier was hergestellt? Nee, wir haben immer noch keine Bretter hier drin. Das heißt, Bretter werden nicht mehr hergestellt. Also, oder werden nicht hergestellt. Also, die Mechanik funktioniert nicht. Schade, schade, schade. Hätte ich mich echt gefreut, aber schade. So. Die bleiben ja nicht alleine. Wir gucken mal unter Technologie. Lebensmittellager, nee. War das nicht hier, dass man... Moment. Steinerner Spieß. Oh, das muss ich erst noch... Ja. Lustig, eiserner Spieß kann ich schon. Nur kann ich nicht, weil... Mir fehlen die Wollfäden. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die ich jetzt habe, dann die Quest zu machen, ist, dass ich losgehe und Wollfäden besorge. Hatte ich nicht irgendwas mit Wolle? Ja, ein Wollfaden. Reicht nicht. Ich glaube, ich habe 2 oder 3 gebraucht, um einen eisernen Spieß herzustellen. Gut. Plan B. So, da. 2 Wollfaden. Okay. Plan B ist tatsächlich, dass ich einfach die normalen mache, nur diesmal mehr als sonst. Ja. Sind wir mal ehrlich, mit dem Bogen werde ich nicht viel jagen. Das ist viel zu schwer. Komme ich nicht klar mit. Ehrlich, komme ich nicht klar mit. Aber 9, wir können uns ja unterwegs, wir haben ja eine Axt dabei. Und wir können dann unterwegs auf jeden Fall den ein oder anderen Speer noch herstellen. Denn wir müssen jetzt auf die Jagd gehen. Und ich habe da keine Lust drauf. Gut. Wir schaffen das. Nicht? Gut. So. Ich weiß nicht, warum ich immer gut sage. Nichts ist gut hier. Wir lassen den hölzernen Hammer hier. Wir lassen die... Ne, obwohl die Schaufel kann man mitnehmen. Ja. Ja, ja, ja. Ich gucke, die Armbrust soll ja irgendwie besser sein. Oder leichter zu bedienen für... schlechte Schießmenschen. Wow, schlechte Schießmenschen. Yeah, that's me. Okay. So, habe ich jetzt alles. Ich habe einen Trinkschlauch, ich habe nichts zu essen. Nichts zu essen. Wurde über Nacht, denn ist über Nacht denn bitte was in dieser Kiste passiert? Hast du irgendwas gekocht? Den Eintöpfe habe ich da reingetan. Also nein. Gut. Das wird auch noch schwer, weil ich ja wirklich nur diesen kleinen Eingang habe. Na, mal gucken. So, wir gehen jetzt erstmal zu Alvin und sagen ihm, ey, Kollege, ich weiß, wo ich hin muss. Ich weiß gar nicht mehr, aber ich glaube, ich musste Bären für ihn töten. Gehe ich zur Mine? Ja. Nee, ich muss aber mehrere. Ich glaube, ich muss 2 Bären oder so töten. Dann wäre es eigentlich blöd, wenn ich zur Mine gehe. Dann sollte ich vielleicht schnurstracks gleich hinten zum See hinlaufen. Oder musste ich alles durchweg töten? Wir gucken mal. Wir gucken einfach mal. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Überhaupt nicht mehr. Habe ich eigentlich irgendjemanden angewiesen, die Felder zu bearbeiten? Nö. Nö. Was bist du? Hühnerstall ist okay. Was bist du? Gänsehaus brauchst du nicht. Gänsehaus brauchst du nicht. Weil Gänsehaus bringt einfach momentan noch gar nichts. So, und dann gehst du wieder in die Scheune und bearbeitest die Felder. She's a farmer. She lives in land. Und sie mag Kühe. Ich weiß nicht, ich habe keine. Ich weiß nicht, ob sie die mag oder nicht. So. Der verbringt jetzt die ganze Zeit in der Taverne, ne? Vorher stand er wenigstens draußen immer da hinten beim Schießen. Und hat geübt. Und jetzt sitzt er nur noch in der Taverne.
Oh, er steht in der Taverne. Entschuldigung. Hallo. Hallo, Jäger. Es ist es an der Zeit für unseren nächsten Wettkampf. Wir werden nicht mehr am Zielschießen teilnehmen. Dies ist ein Spiel für Kinder. Oh, woher kommt diese Veränderung? Sambor selbst hat mich ausgebildet. Ich jage schon seit langer Zeit wild. Naja, du hast sicher einiges an Vertrauen dazu gewonnen. Ich habe einmal einen Bären erlegt. Ich habe keine Angst mehr. Ein Bär? Herzlichen Glückwunsch, das ist eine große Sache. Ich habe 9 Stunden gebraucht. Sie sind nicht nur schwer zu töten, sie sind auch schwer zu finden. Glaubst du könntest das besser? Ich weiß, ich kann es versuchen. Gut, du hast 8 Stunden. Töte in dieser Zeit einen Bären und ich gebe zu, dass du der beste Jäger bist, den es gibt. So gut sich das anhört, bevorzuge ich doch etwas von mehr Wert. Es funktioniert in beide Richtungen. Wenn du scheiterst, behalte ich deine 200 Münzen, Zahlung im Voraus, falls du nicht zurückkommst. Es ist gut zu wissen, dass du dir Sorgen um mich machst, mein Freund. Was ist, wenn ich es rechtzeitig schaffe? Ich werde dir meinen Bogen geben. Das klingt sehr verlockend. Abgemacht? Abgemacht. Und kannst du mich zu Bären führen? Du kannst es im Südosten versuchen. Die lassen sich gerne in Höhlen und in der Nähe von Stauseen nieder. Danke. Gibt er mir auch noch Tipps? Der gibt mir halt auch einfach noch Tipps. Der ist doch doof. Gut. Natürlich weiß ich, wo Bären sind. Und die letzte Begegnung mit einem Bären war ja jetzt, naja. Ja? Der Versteckbär. So, da lang. Oh Mann. Glaubt an mich, drückt mir die Daumen. Wir machen das noch zu Ende, okay? Die Quest. Weil ich habe ja gesagt, sobald wir durch sind mit Alvin, werde ich ein bisschen mehr Zeit dazwischen lassen, also zwischen den Folgen. Einfach damit wir auch vorankommen. Ja. Das Spiel ist sehr weitreichend und ich möchte euch halt auch immer was Neues bieten und ja, ne? So, mal gucken. Ich habe nämlich auch schon gehört, dass Leute teilweise im 13. Jahr sind, okay? Und das Krasse an der Sache ist, im 13. Jahr, dass die Kinder immer noch nicht ausgewachsen sind. Also das Spiel ist wirklich sehr weitreichend. Man wird es sehr lange spielen. Können, müssen, ne? So, da sind wir auch schon an der Höhle. Ich hoffe mal, das funktioniert und der ist da. Lustigerweise habe ich in einem anderen Spielstand hier ein Haus gebaut. Und der Bär spawnt nicht mehr hier. Ich bekomme aber jedes Mal... Oh Gott, das sind 2 Stück. Es mussten 2 sein, ne? Gerade jetzt. Aber die Zeit ist nicht mehr da. Sein Ernst? Bestimmt gleich kommt er, sobald ich seinen Kollegen treffe. Verdammt. Hä? Wieso laufen die jetzt weg? Was? Ey, Leute, tut das nicht. Laufen weg. Ach komm. Zack. Und das ist, weil die eigentlich an mich nicht rankommen. Zack. Okay. Oh, 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 oh. Fuck. Ui. Hallo? Wo ist er hin? Der plant doch bestimmt schon seine Rache. Sein Rachefeldzug. Mit so einem Schachbrett ist er da. So play ich.
So outplay ich sie. Okay, okay, komm her. Zack. Ey, das ist unglaublich. Nee, aber jetzt gerade, mitten im Kampf mit dem Bären, fangen die einfach an zu bohren. Wieso tun sie das? Sehen die nicht, dass ich mitten im Kampf mit dem Bären bin? Okay. Moment. Kurz nur den Speer. Ach so, der war auf Wow 4. Okay. Okay. Komm, 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 komm. Oh Gott. Nein, 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 lass mal Bärche. Zack. Okay, er ist schon sehr, sehr langsam. Okay, okay. Er hat. Es tut mir leid, ich brauchte den Speer. Okay. Und es tut mir halt auch ein bisschen leid, ne? Messer benötigt. Habe ich jetzt ernsthaft schon wieder kein Messer? Oh. Most wanted. So. Oh, der andere Bär hat's gesehen. Der wird jetzt kommen. Der wird jetzt kommen und mich holen. Und. Oder? Nö. Okay. Kann ich in Ruhe Stückchen sammeln. Oder? Ja, ja, ja. Gut. So. Messerchen brauche ich noch 5 Stückchen. 5 Stückchen. Oh, die finde ich hier nirgendwo, ne? Es wäre halt aber auch viel zu schade, das schöne Fleisch hier liegen zu lassen. Weil der gibt ja immer ordentlich Fleisch. So. 3 Stock. Noch mehr 3 Stock. Oh, es tut mir leid, ich bin gerade so happy, dass ich es wirklich so gut geschafft habe. Hätte ich nicht gedacht. Aber habt ihr gesehen? Vorher waren einfach so 3 Speere und der Bär tot. Oder nee, 4 Speere waren es, ne? 4 Speere ins Gesicht. Und jetzt 9 Speere und es hat nicht gereicht. Ich musste noch mehr werfen. Also ich musste die ja wieder einsammeln. Ich glaube tatsächlich, hatte ich nicht sogar alle getroffen? Nee. Ich glaube, ich hatte 8. Ja. Gut, also auf jeden Fall massig Speere. Massig Speere. Okay. Wir machen jetzt noch die Alvin-Quest fertig. Ich meine, es dauert so lange, wie es dauert. So, Punkt, fertig, aus. Ich könnte ja was zwischendurch essen. Ich hatte ja reichlich zu essen mitgenommen. Ich wollte ja eigentlich noch was verkaufen von dem Essen. Weil ich habe da eigentlich genug von. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin gerade so happy. Und wir hätten sie auf jeden Fall in der Zeit geschafft, in den 8 Minuten. Weil wir sind eigentlich relativ fix hin, haben es erledigt. Ja, jetzt bekommen wir seinen schlechten Bogen und er will von uns einen Recurve-Bogen, ja. Wo ich mir auch denke, Das ist der Edwin. Ich wette mit dir, Edwin ist der Bruder von Alvin. Der ist wieder in der Kneipe, ne? Der steht da wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob der da festgebackt ist. Oh, die schießen nicht mehr auf. Okay. So. Aber. Ach nee, nee, ich habe massig Pfeile in den Bären geschossen, ne? Das eine Mal, wo ich den Bären töten sollte. Aber das heißt auch, die Jagd auf die Wölfe wird halt einfach unnormal schwer. So, hallo. Hat einen großen bösen Bären bestellt? Du weißt nicht, wie man gewinnt. Wirklich? Ich dachte, das ist das Einzige, was ich tun kann. Gut, das ist genug. Hier ist mein Bogen. Du hast ihn dir verdient, denn du bist besser als ich. Das warst du schon immer. Du musst es mir nicht geben. Ich mag einfach den Wettstreit. Nein, du hast fair und ehrlich gewonnen. Und ich verdiene es nicht. Ich sollte wieder auf dem Feld arbeiten, wie es mir mein ganzes Leben lang beigebracht wurde. Ist das dein Ernst? Ja, und versuche nicht, meine Meinung zu ändern. Träume sind schön, aber das wirkliche Leben ist etwas ganz anderes. Wenn es das ist, was du wirklich willst, ist es in Ordnung. Wenigstens hattest du ein Abenteuer, richtig? Das ist wahr. Und ich danke dir dafür. Jetzt ist es für mich an der Zeit, zu meinen Pflichten zurückzukehren. Pass auf dich auf, mein Freund. Bis später. Gut. Unigost, zeig mir deine Waren. Ich habe hier was für dich. Einen Bogen.
von einer... Ja, den Langbogen werden wir jetzt auch benutzen. Vorerst. So, Leder. Ich glaube tatsächlich, dass ich... Hatte ich wenig Leder? Ach, egal. So, wir gucken mal, was wir hier so im Angebot haben. Wie das klingt. Ja, 2-2 und 1-3. Nee. Nee. Nicht gut genug. Nicht gut genug für mein perfektes Dorf. Okay, Leute, ja. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann bis zur nächsten Folge. Bye, bye.